Gehen wir mal zurück, als alles noch in Ordnung war. Noch weiter. Noch weiter. Gehen wir mal zurück ins Paradies. Die Frauen erinnern sich, war eine schöne Zeit, aber es gab auch ein paar Probleme. Sagen wir, wie es ist, er war noch reichlich Sand im Getriebe. Aber bei nur 7 Tage Schöpfung, was erwartest du? Was sind wichtige Sachen, die sollte man mit klarem Kopf planen. Mein Gott, er hätte so schön werden können, wenn er sich mal ein bisschen mehr Zeit genommen hätte. Eine Ewigkeit hätte er doch ein Angebot gehabt. Aber nein, der Herr macht einen auf dicke Hose. Oh, noch wach. Ich hab dich gar nicht gerufen. Ich dachte, du wärst auf dem Sofa. Nein, ich brauch deine Hilfe nicht, wirklich nicht. Nein, ihr müsst halt hier, die beiden hier vorne, die Jungen. Ja, die müsst ihr. Die verdrehen ständig die Augen nach oben. Ja, wer von den beiden weiß ich jetzt auch. Wie, ich nehme dir die Sicht? Muss ich ja wissen, wo du stehst. Nein, ich brauch deine Hilfe nicht. Wir kommen sehr gut allein. Dann hör halt zu. Machst ja eh mal das, was du willst. Also, kurze Rückschau. Was war bei der Schöpfung geschehen? Hä? Wieso alle Kamellen auspacken? Sicherlich jetzt nicht von Anfang an. Welcher Image-Schaden? Deine Brüder Stellvertreter, die laufen seit Jahrhunderten in Kleidern und rote Schüchchen rum. Da machst du dir jetzt Gedanken, weil die ein Essen über dich denken, hör auf. Nein, wir reden später drüber, zu Hause. Reden wir später drüber. Also, der liebe Herrgott war in so einer Schöpferlaune und hatte ziemlich viel Material rumliegen. Und da kommst du natürlich an Sortieren, ne? Himmel, Erde, hell, dunkel, eine Sonne, damit schön leuchtet, Mond, damit nachts nicht so dunkel ist. Kennt ihr aus dem Kinderzimmer? So ist der liebe Gott auch. Ganz dunkel kann er nicht. Nee, kann sie nicht. Nee, kann sie eben nicht. Nee, Sonnenfinsternis gilt nicht. So. Und da hat er noch Land und Wasser getrennt, damit du trockenen Füßen mit der Nagelschere den Rasen justieren kannst. Nee. So, jetzt hat er noch ziemlich viel Material rumliegen und weil der liebe Herrgott so ein Frickler ist, hat er noch die Tiere zurechtgeknetet. Die einen ins Wasser geschmissen, die anderen an Land geworfen, immer richtig schön. Ja, sicherlich ist das schön, was du erschaffen hast. Wie, ich lob dich nie, immer dein Rückgrat hast du bei der Auferstehung liegen gelassen, oder was? Sag mal, warum hängst du eigentlich schon wieder bei mir rum? Hä? Gib mir nicht jemand anderen, um den du dich mal kümmern könntest? Hast du auf mir abgesehen? Willst du mich fertig machen, oder was? Göttlicher Beistand, ich lache einen Klotz am Bein, bist du, verstehst du? Ja, sicherlich, die anderen Künstler, die mobben mich schon, die zeigen mir den Finger auf mich, sagen, guck mal da, da ist die Bekloppte, die mit dem Vorhang redet, weißt du? Ach, hör doch auf! Die Einzige zu sein, die deine Stimme hören kann, das ist ein Fluch. Ich will da überhaupt nicht, nein, ich will da... Na, jetzt hat er es verstanden. Also, der liebe Herrgott war mit der Welt schnell fertig, aber wo ich jetzt hinaus, jetzt kommt der Übermut. Denn er dachte sich, hör mal, dem Ganzen setze ich noch die Krönung auf. Und so erschuf er aus den Resten, die er finden konnte, den Menschen. Die Krönung der Schöpfung. Nach seinem Vorbild. Ja, dass er das gut fand, hat nicht lange gedauert. Denn er hatte etwas Entscheidendes vergessen. Nämlich den Mann. Ich weiß, es ist schwer für euch. Man hat euch Jahrhunderte was Falsches erzählt. Der erste Mensch, das war eine Frau. Also mehrere Frauen. Sex in the City, das war die Vorlage. Ja. Männer gab es nicht im Paradies. Ne? Wozu auch? Ist ja Paradies. Ne? Aber woraus die Frau geformt worden war, hat sie sich wohl so ein bisschen Pferd mit eingeschlichen. Ja, diese Stutenbissigkeit. Ihr kennt das alleine unter Frauen. Das heißt Missgunst, üble Nachrede, Beleidigung, ersten, zweiten und dritten Grades. Das ist also ganz normale Freundinnenprogramm. Ne? Und dann diese Schreierei, Zankerei rund um die Uhr. Also damals war ja noch die Ewigkeit. Das kannst du dir heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und da war der Moment, wo der liebe Herrgott sich von seiner Schöpfung abwandte und kapitulierte. Hä? Ach so, Entschuldigung, ich korrigiere. Er hatte Burnout. Aber die Engel sind natürlich sofort zu ihm geflogen, haben ihn aufgehalten. Hör mal, eiliger Vater, wo willst du hin? Bleib stehen. Kümmer dich. Sonst machen uns die Frauen die Hölle heiß und dann wirst du schon sehen. Also ist der liebe Gott runter ins Paradies und hat das Gespräch mit den Frauen gesucht. Ja, dass das nicht einfach war, kann ich mir vorstellen. Bist aber selber schuld. Denn der Tenor bei den Frauen war, es wird was fehlen. Vor allem jemand, der schuld ist. Der den Kopf hinhält, keine Widerworte gibt
und blöd genug ist, zu bleiben. Eben ein Mann, ne? Ja, das war jetzt leichter gesagt als getan, weil von dem ganzen Schöpfungszeug war ja überhaupt nichts mehr über. Das kommt davon, wenn man Großes plant und sich keine To-Do-Liste, ich verstehe das nicht, dass du dir keine Gedanken machst, welche Ausmaße das sind. Augen auf bei der Berufswahl. Ich schreie überhaupt nicht rum. Und ich kann mich aufregen, so viel wie ich will. Musst du gerade sagen? Musst du gerade sagen? Wer ist denn hier übertrieben ausgerastet? Hm? Nur weil das arme Mädchen sich einen Apfel genommen hat. Einen Apfel. Obst. Na super, jetzt ist er beleidigt. Jetzt habt dich nicht so. Ich weiß, dein göttlicher Bluthochdruck. Von wegen die Aufregung. Ich sag dir schon seit Jahren, das kommt von dieser Götterspeise, die du tonnenweise in dich reinklopfst. Weiße. Vielleicht ist das besser so. Ja, vielleicht ist das besser so. Setz dich auf eine stille Treppe, denk's mal drüber nach. Ich mach ja alleine weiter. Wie immer. Und so kommt es, dass der liebe Gott aus Abfällen und Resten, die er finden konnte, den Mann erschuf. So, jetzt ist es raus. Ja, die Frauen im Paradies waren völlig aus dem Häuschen. Die schrien, was ist das denn? Warum ist er so klein und so hässlich? Dann hat der liebe Herrgott noch ein Goldkettchen Unterhemd runtergeworfen. Das war's. Umtausch ausgeschlossen.